Hey ho, da sind wir wieder. Final Fantasy 9. Ach nee, das habe ich ja eigentlich letztes Mal schon gemacht. Okay, unser Team ist auch nicht vollständig. Wo musste ich denn jetzt als nächstes hin? Eigentlich? Ach so, warte mal. Ich muss, glaube ich... hier, ich muss in die Luftschiff werfen, wenn ich mich richtig erinnere. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung gerade. Aber wir werden das bestimmt schon herausfinden. Guck mal. Hier steht doch kein Mensch. Und das ist alles leer. Hier muss ich doch richtig sein. Yuri. Dieser Kater. Bis zu einem gewissen Punkt schaffen wir es auch alleine. Dann sind wir aber auf den Großherzog angewiesen. Die Fertigung des neuen Luftschiffs geht voran. Aber die wichtigen Schritte kennt nur der Herzog. Bin ich jetzt doof? Was musste ich denn jetzt nochmal machen? Lydia kann nicht sprechen. Und dann wurde die Sitzung vertagt. Und dann hieß es, hey, wir jagen Kuya hinterher. Egal, ich gehe einfach erstmal in die zur Schmiede und dann passt schon alles. Dann wird alles in Ordnung kommen. Vielleicht kann ich ja jetzt auch dann eben raus und endlich mal die Kuponus abgeben. Ah, stimmt. Ich muss ins Theaterviertel wegen der Wundermedizin oder wegen der verdächtigen Medizin. Auf jeden Fall eine von diesen drei Medizinsorten, die wir brauchen, um den Herzog seine ursprüngliche Gestalt wiederzugeben. Mir ist es wieder eingefallen, oh mein Gott. Wichtig ist aber erstmal, dass wir neue Waffen schmieden. Und ich hoffe, ich habe alle Ausrüstungsteile, die ich dafür brauche, beisammen. Das wäre nämlich sehr ungünstig, wenn es nicht so wäre. So, dann werde ich auf jeden Fall erstmal zum Mokri gehen. Mokri, wo bist du? Was steht hier eigentlich jetzt nochmal neu drin? Soll ich auch etwas reinschreiben? Ich steige hier zwar schon seit Jahren ab, aber ich wollte einfach mal loswerden, dass es hier einfach ein Spitzenladen ist. Im Zimmer nebenan wohnt ein Mokri und eine Lufttaxe geht auch gleich vor der Haustür. Nur die Preise könnten etwas niedriger sein. Zu viel verlangt? Bambu, ihre Meinung zählt. Ach, ich bin ja so ein netter Mann. Ich bin viel zu gütig für diese Welt. So, hi, Modon, warte mal, an Modon, nein, das mache ich jetzt nicht. Gut, dann, bevor ich irgendwas mache, schaue ich, ob ich diese verdammte Kuponus abgeben kann, weil es kann sein, dass wenn ich den nächsten Brief eben abgebe, dass ich da schon wieder eine Kuponus bekomme. Und das wäre gar nicht mal so verkehrt. Das heißt, wir fahren jetzt nochmal wieder mit der Lufttaxe zurück und versuchen dann eben... durch das Erddrachentor zu kommen. Mann, ist das ein toller Part. Der beginnt ja richtig klasse. Erst bin ich total bescheuert und dann mache ich auch noch bescheuerte Sachen. Ey, das ist ja 1A Let's Player Level. I'm so natural. I'm so natural. It's amazing. Von Secret of Evermore kommt übrigens... heute der letzte Part oder ist der letzte Part gelaufen? Ich bin mir noch nicht sicher, was ich ab morgen dann hochlade stattdessen. Final Fantasy wird auch nicht mehr so lange dauern, aber ein großes Projekt habe ich ja noch in petto. Also ihr könnt euch auf alles freuen, vor allen Dingen hier auf dieses Let's Play gerade. Vorausgesetzt, ich komme auch noch mal irgendwo an. Das wäre vielleicht nicht ganz geschickt. Oh, bitte, bitte, bitte. Warte mal, ist hier unten eigentlich noch eine Truhe gewesen? Nee, ist keine Truhe gewesen. Oh, hoffentlich. Bitte, bitte, bitte. Sei offen. Hey, da kann ich ja vielleicht sogar den... na, wie heißt der? Die Rackwurz. Nein, ist zu shit. Die ganze Aktion für umsonst. Wo ist eigentlich mein... das wichtigste Item heutzutage, was man braucht, mein Candy, das. Sorry, ich weiß, dieser Part fängt total Käse an, es tut mir echt leid.
schon alles bin. Ich bin noch voller Zuversicht, dass dieses Let's Play, dieser Part, ein wundervolles Erlebnis für euch werden wird. Meine werten Zuschauer, meine Freunde, mag ich gar sagen. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Möchten Sie mehr solche Spinnereien, dann drücken Sie jetzt auf Abonnieren und hinterlassen Sie ein Like. Es würde mich nämlich zutiefst freuen. Und dann kommt vielleicht noch eine Gesangseinlage. Wird der nächste Superstar. Ich werde beim Top-Talent oder wie heißt es nochmal, wenn ich denn auftreten mit meinem Notebook, indem ich dann Let's Plays aufnehme. Das ist mein Talent. Ich werde es schaffen. Ey, das müsste mal wirklich jemand bringen. Oh, das wäre so cool. Sitze ich da als kleiner Nerd und nehme da ein Let's Play auf. Alexandria scheint völlig in Trümmern zu liegen, Kupo. Ob es Kupo und Moshe wohl gut geht? Wenn du etwas erfährst, schreib mir bitte. Außerdem höre ich, stets gehen sie auch in Alexandria, Kupo. Keine guten Nachrichten, Kupo. Was kommt wohl als nächstes, Kupo? Ein Brief von dir. Keiner hat Briefe. Die Mokris beschweren sich, dass sie gar keine Briefe mehr bekommen. Allerdings bekomme ich ja von denen auch keine Briefe, dass ich sie mal wieder weitergeben kann. Es wäre ja vielleicht meine Idee, dass ihr euch vielleicht wieder Briefe schreiben könnt, aber ich glaube, Mokris sind da nicht so ganz helle, was das angeht. So, danach habe ich doch ewig lang gesucht. Sagittarius, hier. Eine kalte Meeresbrise weht dem Sagittarius entgegen, die linke Wange, und seine Suche nach Virgo scheint kein Ende zu nehmen. Achso, gegen die linke Wange, ich habe das voll falsch betont. Mann, 1A Let's Player hier. Liegt hier eigentlich wieder was rum? Nee. Aber vielleicht sind die Truhen hier oben wieder voll. Boah, Tatsache! Hallo Fremder! Ich plündere mal wieder deine. Oh, und die Vögel haben mittlerweile. Kleine Babyvögel. Wobei das irgendwie aussieht, als wären das Möwen. Ganz, ganz seltsam. Ganz, ganz seltsam. So, du warst doch blind, oder? Nach den Medizinfragen. Was? Medizin? Willst du mir etwa unterstellen, ich würde was an meine Gurken tun? Aha. Ich wusste doch. Wahrscheinlich Sinnerfragen, wo ich die Medizin überall herbekomme. Kann mir zumindest nicht vorstellen, dass die einfach hier so herumliegen. Ja, die herrliche Medizin hätte ich im Sortiment. Einen Moment bitte. Tö, 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 tö. Wo ist sie denn? Ach, da ist sie ja. Jetzt war etwas verstaubtes Fläschchen. Aber wenn sie will, schenke ich sie dir. Die würde sowieso niemand kaufen wollen. Wow. Wow, die ist bestimmt schon abgelaufen. Na klar, bringt die dann das gewünschte Ergebnis. Ja, erstmal nach der Medizin fragen, aber frag mal Alice. Ja, klar. Bisschen Smalltalk, ich würde gerne Waffen kaufen. Dankeschön. Da hole ich mal gleich 2. Wünschelrute habe ich ja. Zypressenstock hatte ich gar keinen mehr. Das ist ja ein Ding. So, Chakraband, gleich mal 4 Stück, Schattenhut, 3 Stück, sonst noch was Neues? Oh, schade. Bin ich jetzt aber mal gespannt, was der Schmied damit alles anfangen kann. Wer wird denn noch Medizin haben? Ich glaube, der Künstler könnte noch Medizin haben, frage ich den einfach dann, wenn ich so weit bin. Ein bisschen Smalltalk, hier, komm, lass mich mal machen. Engelsschwinger habe ich ja schon. Schade. Seidenkleid, Zauberumhang. Schon wieder nichts Neues. Was soll denn das? So gemein. Oh. Ich habe kein Kristallschild. Die habe ich alle verschmiedet? Das ist ja echt bedauerlich. Alter. Korallenring brauche ich nicht. Goldschall brauche ich nicht. Zauberstiefel brauche ich nicht. Barett brauche ich nicht. Bitte komm schon.
Gib mir was, was ich noch nicht habe. Los! Gib mir was! Schwarzgurt? Nee. Edelperle habe ich auch schon. Schade. Mann! Dann gab es halt nur mal normale Ausrüstung. Schattenhut? Nö. Ah, aber das Chakraband ist ziemlich geil. Und vor allen Dingen HP plus 20%. Hammer. Das ist ja wirklich mal geil. So, aber mehr geht momentan noch nicht bei ihm. Super. Warum so wenig Ausrüstung? Ich will mit Ausrüstung erschlagen werden. Ja. So. Auf ins Theater, Vögel. Sina, ich komme. Jetzt frage ich mich nur, ob Sina die mir auch kostenlos übergibt. Oder ob der dann irgendeinen Scheiß von mir verlangt. Striptease? Nein, ich will mich nicht ausziehen. Nein, bitte nicht. Ich sollte jetzt nicht so ganz übertreiben. Ach ja, Lindblum ist und bleibt eine der Lieblingsstädte. Ach so. Dieser Junge da, ist das nicht? Ja, das ist er. Hey du! Du hattest recht, er ist es. Oh, wenn das mal nicht das Pärchen von damals aus Bomesia ist. Ohne dich hätten wir es damals nicht geschafft. Aber das war doch selbstverständlich. Freut mich, dass es deinem Mann auch wieder besser geht. Ja, danke nochmal. Uns ist es danach glücklicherweise irgendwie gelungen, es bis hierher nach Lindblum zu schaffen. Viele aus Bomesia sind hierher nach Lindblum geflohen. Ah! So war das also. Wirklich eine schlimme Sache damals. Active Time Event ist wieder Wettmachen. Was? Dani! Ihr seid also wohl auf. Und wie ich sehe, ihr auch. Ja, wir haben uns irgendwie nach Lindblum durchgeschlagen. Aber die meisten hatten nicht so viel Glück. Dan zum Beispiel nicht. Möge er in Frieden ruhen. Aber solange wir leben, besteht noch Hoffnung. Was habt ihr jetzt vor, Dani? Ich werde mit Bambu und den anderen diesen Kuya verfolgen. Wie steht es mit euch? Wir werden alle zusammenrufen und Bomesia wieder aufzubauen. In Lindblum haben viele von uns einen Zufluchtsort gefunden, aber auch in anderen Regionen hat es sie verschlagen. Wir wollten auch euch um Hilfe bitten, aber ich verstehe. Sobald dieser Wahnsinn ein Ende hat, werde ich wieder nach Bomesia zurückkehren. Verzeiht, aber bis dahin müsst ihr es alleine schaffen. Jawohl, wir werden alles tun, was in unserer Macht steht. Auf dass wir euch bei eurer Rückkehr ein stolzes Bomesia präsentieren können, Dani. Ich stehe in eurer Schuld. Wäre doch jetzt nur Fredley hier. Ja, dieser Fredley. Nun ja. Ach ja, da ist etwas, was du unbedingt sehen musst. Ja, stimmt, war ja ein Versprechen. Hey, komm mal kurz alle her. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind unsere Kinder. Wir hätten allerdings nicht gedacht, dass du sie schon hier in Lindblum zu Gesicht bekommen würdest. Wer ist das denn, Papi? Das ist der nette Junge, von dem ich euch erzählt habe. Der Lebensretter von Papi und Mami, wisst ihr? Ach so. Was genau ist so ein Lebensretter? Der wichtigste Freund, den man haben kann. Toll. Du bist der wichtigste Freund von Papi und Mami? Boah. Hey, man hat doch gern geholfen. Eines Tages möchten wir wieder nach Hause zurückkehren, nach Bomesia. Wir versuchen gerade alle Flüchtlinge von überall her zusammenzutrommeln, um langsam mal die Wiederaufbaupläne für Bomesia zu besprechen. Um alles wieder aufzubauen, wird es sicherlich noch einige Jahre in Anspruch nehmen, aber ich denke, wir werden fertig, noch bevor diese kleinen Racker hier erwachsen sind. Mami, können wir wieder spielen gehen? Klar, doch sicher, aber geht nicht so weit weg, ja? Diese Kinder sind Bomesias neue Hoffnung. Wenn Bomesia wieder steht, dann besuch uns doch mal. Du bist jederzeit willkommen. Falls du mal irgendetwas brauchen solltest, du kannst mit jedem Problem zu uns kommen. Danke, ich werde darauf zurückkommen. Wow, das war ein langes Gespräch dafür, dass sie mir nur ihre Kinder zeigen wollten. Das kräftige Malen nach der Medizin fragen. Hör mal, ich bin Künstler, kein Apotheker. Aber wenn du sie hier irgendwo finden solltest, bitte sehr, bitte nicht einfach. Oh, dann ist die, glaube ich, bestimmt hier irgendwo. Lapis Lazuli, cool. Die Medizin ist doch bestimmt hier.
Verdächtige Medizin. Ha! Wusste ich's doch. So macht das Spiel doch Spaß. Hier unten liegt auch nichts Neues. Schade, schade, schade. Aber dann dürften ja im Versteck der Tantalus dürften ja jetzt wieder die Truhen voll sein. Hier steckt ihr also alle. Du bist Bambu. Du bist also schon wieder auf dem Bein und so. Bist wie du Xunzifix. Schön, dich wieder putz runter zu sehen, yep. Danke, Leute. Ach ja, hast du Blank schon getroffen und so? Ja, gerade vorhin im Schloss. Bambu, was hast du auf dem Herzen? Bist du ja nicht nur zum Ratschen gekommen, so Zivix. Hey, naja, eigentlich hätte ich da eine kleine Bitte. Du hast doch Wundermedizin, oder? Hobby Zivix. Meinst du, du borgst mir die mal kurz? Kein Problem. Wort mal kurz, Zivix. Möchtest du dich uns denn nicht wieder anschließen und so? Ich überleg's mir, wenn sich alles wieder einigermaßen beruhigt hat. Ohne dich ist es nicht dasselbe, Jep. Zivix. Jetzt habe ich alle zusammen. Na dann auf zu Sid. Wozu brauchst du Medizin, Zivix? Um den Herzog wieder in einen Menschen zu verwandeln. Danke auch. Ach so, die wissen ja gar nicht, dass der eine Juckzirpe ist. Das weiß ja, wenn, dann nur Bark. So, hier liegt nichts weiter rum. Sinna, hi. Dies wird die schönsten drei des Ost zu reparieren, Zivix. Markus, du arbeitest nicht? Von der ständigen Rackerei tut mir schon der ganze Rücken weh und so. Plündern. Ah, das Theater. Da ist das Theaterschiff. Cool. Das werde ich mir mal gleich zu Güte führen. Mal sehen, ob ich das überhaupt einsammeln darf. 4826. Nice. Hey, das Theaterschiff. Gib her. Ach, nö. Toll, das kann ich so nicht mitnehmen, oder was? Ist das doof? Kann es nicht irgendwie hier rumfliegen? Oder fliegt das später? Wahrscheinlich, wenn Lindblom wieder halbwegs aufgebaut ist, dann kann ich hierher kommen und das einsacken. Hoffentlich. Mich wundert es ja, dass das Industrieviertel immer noch in Schutt und Asche liegt und dass man da nicht hin kann. Ein bisschen komisch ist das, ein bisschen komisch. So, zurück zum Schloss. Wollen wir mal schauen, ob das wirklich was bringt. Mach, was eigentlich ihr Thronsaal ist? Alles klar, ich komme schon. Wo ist Lilly eigentlich die ganze Lydia die ganze Zeit? Steht die jetzt nur noch oben und bläst Trübsal? Nehme ich mal an. Ach, da bin ich jetzt einfach mal gespannt. Vielleicht steht sie ja auch beim Herzog rum. Kann ja auch sein. Hello, where are you? Muss eigentlich hier oben drin sein. Komm, lass mich doch rein. Oi, warum muss ich denn immer die Wachen dafür ansprechen? Als ob ich nicht alleine eine Tür öffnen könnte. Mein gut, ist die Tür zum König, aber egal. Da bin ich wieder. Ich habe sogar schon die Mixtur fertig. Dann sollten wir sie probieren. Er hat die Mixtur gemacht? Großherzog, darf ich? Nun gut, was bleibt mir anderes übrig, Sir? Was dich nicht umbringt, macht dich nur stark. Also mit Verlaub. Oha. Und, bin ich wieder der Alte? Irgendwas scheint komisch. Quark? Quark? So etwas hatte ich befürchtet. Welch fürchterliches Malheur. Seine Exzellenz ist jetzt ein Frosch. Das war's dann wohl mit dem Luftschiff.
Welch Schmach! So werde ich nie wieder ein Mensch. Wir werden Hilda finden müssen. Und ich werde euch begleiten. Wir rufen sofort eine Besprechung im Konferenzraum ein, Quark. Oh Mann, wie konnte das nur alles... Vielleicht hat er die falsche Mischung gemacht. Das vermute ich nämlich. Sind alle versammelt? Seine Exzellenz hat das Wort. Jetzt in der Erscheinung eines Frosches? Der Versuch, mich in einen Menschen zurückzuverwandeln, schlug offensichtlich fehl, Quark. Wie auch immer, es scheint so, als sei Kuya der Schlüssel zu allem, Quark. Wir müssen also unbedingt Kuya finden, Quark. Es fehlt uns jedoch immer noch ein Luftschiff. Wir benutzen das Schiff, mit dem wir aus Alexandria geflohen sind, Quark. Oberta, Zebold soll unverzüglich damit beginnen, das Schiff zu inspizieren, Quark. Ich werde alles in die Wege leiten. Und was ist unser Zielort? Richtig, das ist unser Problem, Quark. Du sagtest doch, auf dem Schiff waren ganz normale sprechende Schwarzmagier, oder? Vielleicht können wir am Dorf der Schwarzmagier etwas in Erfahrung bringen. Ein guter Vorschlag! Und außerdem muss ich es mit eigenen Augen sehen. Ob sie wirklich wieder alle auf Kuya hören. Ich muss es einfach wissen. Dann ist wohl alles klar. Auf ins Dorf der Schwarzmagier. Allein schon für Viktor. Euer Mut ehrt euch, Meister Viktor. Was ist mit euch, Prinzessin? Lydia will auch mit. Ist sie sich sicher? Vielleicht sollte sie sich doch lieber auskurieren. Keine Angst, Bianca wird schon auf sie aufpassen. Gut, dann sollten wir zum Dorf der Schwarzmagier aufbrechen, Quark. Wenn alle Vorbereitungen getroffen sind, treffen wir uns am Hafen im Erdgeschoss, Quark. Wo ist Quina? Kann ich die nicht einfach mal mitnehmen oder ist die dann irgendwie auf dem Schiff? Oder jetzt kommt eine Sequenz mit ihr. Ah, was frage ich überhaupt? Riesig diese Stadt hier. Leckere Schweißgurken. Der Chef wird hier überall gebaut, Mampf. Leckere Schweißgurken. Hast du gerade was von lecker gesagt? Leckere Schweißgurken. Oh, sei mir gegrüßt. Und ob meine Schweißgurken lecker sind? Schweißgurken? Das ist also was zum Essen, Mampf? Etwa noch nie etwas von Schweißgurken gehört? Noch nie, Mampf. Aber die Schuche und der Verzehr neuer Spezialitäten, das ist meine Lebensaufgabe, Mampf. Es gibt doch so viele Dinge, die ich probieren muss, Mampf. Ich muss einfach alles essen. Alles, was man essen kann, Mampf. Na, wenn das so ist, dann probier doch eine. Darf ich sie wirklich probieren? Danke, Mampf. Okay, ich glaube, ich weiß, wo ich Quina finde. Habe ich jetzt eigentlich irgendwen im Steam? Nein, habe ich nicht bekommen. Toll, das heißt, ich darf gleich in Chocobos Wald schauen, ob da... Also ich darf überhaupt erstmal im Erdgeschoss schauen, ob überhaupt da jetzt Durchgang ist. Wenn nicht, dann kann ich jetzt nicht mal zwei Parts am Stück aufnehmen, weil ich dann erstmal wieder Karten suchen muss. Wobei, die nächsten Karten waren doch offiziell erst ab der nächsten Höhle zu finden. Und doch, die kann ich ja erreichen. Na klar, mit der blauen Narzisse kann ich ja überall anlegen dann. So, aber ich muss jetzt zum Einkaufsviertel, weil ich sonst... Bin ich zumindest noch der Meinung, weil ich sonst nicht Lydia mitnehme. Quina. Alter, was ist denn jetzt so mit mir los denn in diesem Part? Wie ich ein bisschen Schuhe? Habe ich einen Anfall? Leute, habe ich einen Anfall? Ich weiß es nicht. Jana, wo bist du? Jana! Oh, Diana, dass man dich auch mal wieder trifft. Wo hast du dich nur rumgetrieben? Oh, du kommst gerade recht, Mampf. Diese Verrückte will mich nicht gehen lassen, Mampf. Bitte hilf mir, Mampf. Was redest du da? Ist dieser Fressack etwa ein Freund von dir? Was? Ein Freund? Ja, so ist es wohl. Na, das ist ja ein feiner Freund. Der hat sich erst den Wanst mit meinen Gurken voll, aber will dann nicht zahlen. Will nicht zahlen? Sie sagt, ich dürfte eschen, Mampf. Sag mal, hast du Grütze im Kopf?
Das kannst du deiner Mutter erzählen, falls du so etwas überhaupt, ich meine, ich führe hier nun mal ein Geschäft. Das ist ja wohl sonnenklar, wie der Hase läuft, oder nicht? Immer mit der Ruhe. Jedenfalls bin ich jetzt im Bilde. Also, wie viel schulden wir dir? 100 Gil macht das. Und jetzt her mit meinem Geld. 100 Gil? Dafür kriege ich doch einen ganzen Mastophanten gebraten. 100 Gil sind doch gar nichts. Widerwillig 100 Gil bezahlt. Und vergiss nicht, deinen Freund mitzunehmen, bevor der mir noch das ganze Fass leer frisst. Diana, wir gehen. Danke, Mampf. Du bist mein allerbester Freund, Mampf. Ich werde dir überall hin folgen, Mampf. Oh nein, bitte nur das nicht. Immerhin einer, der sich jetzt dazu entschließt, mal der Gruppe wieder beizutreten. So, und... Boah. Diana muss auch so abartig viel jetzt eigentlich noch erlernen. Glaube ich zumindest. Weißt du was? Egoistenreif, bitteschön. Oder warte mal. Er ist, er neutralisiert Angriffselement Schatten? Gut zu wissen. Ja, Seidenkleid. Definitiv das Seidenkleid. So, und jetzt beginnt der wahre Spaß. Oder? Die kann auch noch gar nicht so viel gelernt haben. Bitteschön. So, jetzt erstmal schauen, ob immer noch Level Up und Ability Up ausgerüstet. Wunderbar. Wei, 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 wei. Naja. Aber wisst ihr was, Leute? Dann mache ich hier jetzt einen kleinen Aufnahmestopp. Wir sehen uns morgen wieder. Habt Spaß bis dahin mit meinen anderen Projekten. Und wir sehen uns bis dahin. Ciao, ciao.